Hey Kater, ich will noch eine. Gleich, Leibinger. Georg. Mutter, ich muss dich sprechen, aber nicht hier. Was ist? Du machst mir Angst. Was ist passiert? Wo ist der Vater? Ha, der kümmert sich um die Lieferung. Die hättet schon längst das Bier bringen sollen. Ich habe keine Zeit. Komm. Kümmerst du dich um die halbe für der Leibinger? Mach ich. Gut siehst aus, Georg, mit deinen coolen rabenschwarzen Haaren. Aber ein bisschen bleicher als sonst. Haben die vermisst. Ha, du kannst mir viel erzählen. Du hast doch in jedem Finger einen. Mutter, ich hätte dich noch mal sehen müssen. Was ist denn? Ich kann nicht auf den Vater warten. Ich muss weg. Schnell. Am besten heute noch. Weg? Wohin denn? Aus Stuttgart. Aus dem Land. Fort. Weg. Weg. Die Freistellung, oder vielmehr die Beurlaubung vom Militärdienst, ist aufgehoben worden. Ich soll nach Ulm, in die Kaserne, unter Soldaten. Nein. Ja, aber was? Aber das hast du doch... Mutter, jetzt hör mir ganz genau zu. Ich muss es machen wie der Schiller damals. Ich muss fliehen. Desertieren. Was? Ich muss, denn ich will Dichter sein. Nichts anderes. Kein Soldat, den sie fürs Kriegshandwerk drillen und den sie nur umso mehr drillen, dressieren und quälen, weil sie gehört haben, dass er Gedichte macht. Das würde ich nicht aushalten. Mutter, ich brauche meine Freiheit. Georg, aber was tust du dir und uns an? Ach, du hast doch so viel Talent. Eine geistige Blüte des Landes wärst du, hätten sie bei deiner Prüfung gesagt. Du wärst der Beste. Und du hast das Stipendium zum Theologiestudium im Tübinger Stift gekriegt. Ich weiß immer noch nicht, warum sie dich dort entlassen haben. Suspendiert. Ach, wärst du doch Pfarrer geworden. Aber vielleicht ist es ja noch nicht spät. Vielleicht gibt's ja doch noch einen Ausweg. Und dann stellen sie dich vom Kriegsdienst frei. In was für einer Welt lebst du denn? Nein, für mich gibt's keinen anderen Ausweg. Und ich spüre eine solche Kraft in mir. Noch heute Nacht muss ich fort. Und dann werden mit der Freiheit auch die Musen mir günstig sein. Ach, wie furchtbar. Georg, unser König wird dich suchen lassen. Mit Steckbrief. Ich sehe schon vor mir. Mich suchen lassen. Das muss er wohl, damit alles seinen gesetzlich vorgeschriebenen Gang nimmt. Aber er will gar nicht, dass sie mich finden. Der König hatte doch seine schützende Hand über mich gehalten. Er war's, der mich damals vom Militärdienst beurlaubt hatte. Er wird auch jetzt noch auf meiner Seite sein, denke ich. Schon wegen Lewald. Und nicht zuletzt wegen Amalie. Aber jetzt konnte er halt nicht anders. Er musste aus Gründen der Staatsräson meine Beurlaubung aufheben. Ja, aber was hast du denn gemacht? Ach, Mutter... Eine Bagatelle. Eine Bagatelle mit weitreichenden Folgen. Noch in derselben Nacht, es war der 7. Juli 1839, flüchtete Herwig, 22 Jahre alt, aus Stuttgart an den Bodensee, auf die sichere Schweizer Seite. Aber was hat es mit dieser Bagatelle auf sich? Nun, Herwig war 2 Jahre zuvor zum Militärdienst ausgelost worden. Und daraufhin hatten seine Freunde alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass der junge Dichter nicht unter die Soldaten gesteckt wurde. Unter den Freunden spielte August Lewald eine wichtige Rolle. Er hatte Herwigs Talent entdeckt, ihn zum Redakteur seiner Zeitschrift Europa gemacht und an Stuttgarter Hoftheater weiterempfohlen, damit er dort als Dramatiker arbeiten könne. Und am Hoftheater fand Herwig weitere Förderer und Freunde, darunter Amalie von Stubenrauch, Schauspielerin und die heimliche Chefin des Hauses. Denn sie war die langjährige Geliebte von König Wilhelm. Sie war, wie man in Stuttgart und auf gut Schwäbisch sagte, sein Mensch. Diese Freunde Herwigs hatten es tatsächlich erwirkt, dass der König sich des jungen Dichters annahm. Nun erlaubten es aber die Gesetze nicht, dass der Monarch eigenmächtig den regulär ausgelösten Herwig vom Militärdienst befreite. Sie erlaubten es jedoch, ihn unbefristet zu beurlauben. Und zur Überraschung der Militärbehörden tat König Wilhelm genau dies, durch ein eigenhändig unterschriebenes Dekret. Für Herwig war damit die leidige Sache ein für allemal erledigt. Er ging unbekümmert seiner literarischen Tätigkeit nach. Aber streng genommen gehört er noch immer zur Armee.
als ein auf unbestimmte Zeit beurlaubter Rekrut. Und genau diese zweideutige Stellung wurde ihm zum Verhängnis. Das Exerzieren auf dem Hof der Rote Bühl-Kaserne hing sozusagen wie ein Damoklesschwert über ihm. Doch nichtsdestotrotz ging er seiner dichterischen Existenz nach. Bis eine Nachlässigkeit, eine Kleinigkeit, eine Bagatelle eigentlich, ihn wieder am Kragen packte. Aber lauschen wir mal in die Kaserne, und zwar genau in das Zimmer des Oberst von Maisremmel, Kommandeur des 8. Infanterieregiments. Herein. Oberst von Maisremmel, Oberleutnant Graf Scheler, stellvertretender Kommandeur des 3. Ulanenregiments, erstattet Rapport und muss eine Anzeige machen. Setzen Sie sich. Nehmen Sie sich einen Stuhl. Oberleutnant Graf Scheler, stellvertretender Kommandeur des 3. Ulanenregiments und Aspirant auf den Posten eines königlichen Adjutanten. Aha, ja, dann nehmen Sie sich zwei Stühle. Was? Wie bitte? Ja, nix, schon recht. Was wollen Sie anzeigen? Gestern, am 22. Juni, bei dem im Königlichen Hoftheater stattgehabten Maskenball anlässlich der Verheiratung von Prinzessin Sophie mit Wilhelm, dem Kronprinzen der Niederlande... Lassen Sie die umständlichen Formalitäten weg. Ich weiß, wen unsere Sophie geheiratet hat. Kommen Sie zur Sache. Jawohl, Oberst von Maisremmel, wie Sie belieben und befehlen. Beim gestrigen Maskenball erfrechte sich der Rekrut Herweg auf eine respektlose, höchst injuriöse Weise, sich meiner Person gegenüber zu benehmen. Ich habe ihn daraufhin des Maskenballs verwiesen und durch eine Wache abführen lassen. Ja, was hat er denn getan? Nun, er hat ja, was hat er denn nun? Er hat mich nicht vorschriftsmäßig gegrüßt. Oh. Nicht militärisch gegrüßt, wie ich es von einem Soldaten, selbst einem Rekruten, unbedingt erwarten muss. Naja, der Herweg, ist der denn nicht gleich, als er hier ankam, beurlaubt worden? Der hat doch gar keine militärische Ausbildung erhalten, sich drumherum gedrückt. Die Sache ist mir schon damals aufgestoßen. Nicht zuletzt, weil unser guter König höchst selbst sich für den Drückeberger eingesetzt hat. Hat keiner von uns verstanden, bis heute nicht. Jedenfalls wird doch der Herweg gar nicht wissen, wie man auf korrekte, vorschriftsmäßige Weise einen Ranghöheren grüßen muss. Nun, das ist nicht alles. Er hat... Ja, was hat er denn, Himmel, nochmal? Wenn Sie so kämpfen, wie Sie sprechen, na dann gute Nacht, lieb Vaterland. Jetzt raus mit der Sprache. Was hat er denn noch getan? Er hat, als ich ihn durch die Wache abführen ließ, ein Goethe-Zitat mir hinterhergerufen. Ein Goethe-Zitat? Ja, was um Himmels Willen soll denn an einem Goethe-Zitat so infam und injuriös sein? Es war ein verkürztes Zitat aus Götz von Berlichingen. Leck mich doch am... Ja, ich kenn's. Da werde ich wohl Ihre Anzeige vorschriftsmäßig bearbeiten müssen. Wegtreten. Oberst von Maisremmel machte daraufhin Meldung beim Kriegsminister von Hügel. Und der beantragte bei König Wilhelm eine exemplarische Bestrafung des Rekruten Herweg. Und da der König seinen Militärapparat nicht nochmals brüskieren wollte, gab er nach und hob die Beurlaubung auf. Für Herweg gab es damit keinen anderen Ausweg als die Flucht. Und in der Tat wurde er danach steckbrieflich als Deserteur gesucht, aber nicht gefunden. Die Schweizer Freiheit machte den jungen Dichter sehr produktiv. 2 Jahre nach seiner Flucht aus Stuttgart veröffentlichte er die Gedichte eines Lebendigen, durch die er über Nacht berühmt wurde. Diese Gedichte zeichnen sich aus durch eine leidenschaftliche Empörung und trotziges Aufbegehren. Sie waren ein frischer Wind, ein aufrüttelnder Sturm in der dumpfen und stickigen Atmosphäre der Biedermeierzeit, der Metternich-Ära. Aufruf. Reißt die Kreuze aus der Erden. Alle sollen Schwerter werden. Gott im Himmel wird's verzeihen. Lasst, oh lasst das Verse schweißen. Auf den Amboss legt das Eisen. Heiland soll das Eisen sein. Deutsche, glaubet euren Sehern. Unsere Tage werden ehren. Unsere Zukunft klirrt in Erz.
Schwarzer Tod ist unser Sold nur, unser Gold ein Abendgold nur, unser Rot ein blutend Herz. Reiß die Kreuze aus der Erden. Alle sollen Schwerter werden, Gott im Himmel wird's verzeihen. Hört er unsere Feuer brausen und sein heilig Eisen sausen, spricht er wohl den Segen drein. In den Städten sei nur Trauern, bis die Freiheit von den Mauern schwingt die Fahnen in das Land. Bis du, rein, durch freie Bogen donnerst, lass die letzten Wogen fluchend knirschen in den Sand. Reiß die Kreuze aus der Erden, alle sollen Schwerter werden, Gott im Himmel wird's verzeihen. Gen Tyrannen und Philister, auch das Schwert hat seine Priester, und wir wollen Priester sein. Nachdem seine Gedichte eine Woge der Begeisterung auslösten, machte Herwig eine Art Lesereise durch Deutschland, die ein Triumphzug ohnegleichen wurde. Nie zuvor wurde ein deutscher Dichter so sehr gefeiert und bejubelt und auch danach nie wieder. Das insgesamt wichtigste Ereignis dieser Reise war eine Einladung in Berlin ins Haus des reichen Seidenhändlers Siegmund. Dessen hochgebildete Tochter Emma schwärmte nicht nur für die Gedichte eines Lebendigen, sondern auch für den feurigen Dichter. Schon bei der ersten Begegnung wurden sich Emma und Georg einig. Nach einer Woche verlobten sie sich und Georg schrieb ihr dies Gedicht. An Emma. Komm, mein Mädchen, in die Berge, wo der Himmel tiefer blaut und das stille Volk der Zwerge uns kristallene Schlösser baut, wo der liebe morgenhellen Traum kein Schleicherohr belauscht und Triumph von tausend Quellen der vereinte Donner rauscht. Wie entfremdet ist die Erde, wie entweiht ihr Element, seit der Mensch mit Angstgebärde nur nach Schattenbildern rennt. Wie viel Staub auf allen Wegen wühlt er auf zu seiner Ruh. Komm, auf unbetretenen Stegen führ ich dich den Sternen zu. Komm, mein Mädchen, lass dich fassen, tragen zu des Adlers Nest. Menschen lieben, Menschen hassen, und wer bliebe felsenfest? Was sie beten, was sie fluchen, ach, ich konnte es nie verstehen. Blumen, lass uns Blumen suchen. Mädchen, willst du mit mir gehen? Und daraufhin schrieb Emma: Zu dem Meere, zu dem Meere, folge mir, Geliebter, nach. Über ihm steht noch der hehre, unentweihte Schöpfungstag. Uns zum Haupt ein Meer von Sternen, unter uns die heil'ge Flut, um uns eine Welt von Fernen, in uns eine Welt von Glut. Dass ich dich im Arme hielte, eine einzige kleine Stund, deinen warmen Herzschlag fühlte, einen Hauch von deinem Mund. Fürchten wollte ich nicht die Wellen, die im Sturm manch Schiff zerschellt. Sprich, sind wir nicht auch Rebellen gegen eine Sklavenwelt? Emma und Georg Herwig hatten ein abenteuerlich bewegtes, ein geradezu romanhaftes, filmreifes Leben, mit einem großen Freundes- und Bekanntenkreis, zu dem höchst unterschiedliche Personen gehörten. Franz Liszt, Richard Wagner und Cosima, Heinrich Heine und Gottfried Keller, Ludwig Feuerbach, Karl Marx und Ferdinand Lassalle, Iwan Turgenew, Alexander Herzen, Michail Bakunin, um nur einige der bekanntesten zu nennen. Sie hatten ein Leben mit glänzenden Höhepunkten und tiefen Abstürzen. Ein dramatisches Leben, in dem besonders ihre aktive Teilnahme an der 1848er Revolution herausragt. Sie erwiesen nicht nur durch das Wort, sondern auch durch die Tat, sich als Rebellen gegen eine Sklavenwelt. Die Herwigs lebten die meiste Zeit im Exil, in Frankreich, Italien und in der Schweiz. Im Jahr 1866 zogen sie nach Baden-Baden, wo Georg, einer der bedeutendsten Lyriker, den Stuttgart je hervorgebracht hat, am 7. April 1875 starb, im Alter von 57 Jahren. Emma ließ ihn im Städtchen Liestal, dem Hauptort des Kantons Baselland, bestatten. Denn Herwigs Wunsch war es, in freier Schweizer Erde begraben zu werden. Auf der einfachen schwarzen Grabplatte ließ sie vier Zeilen anbringen.
Von den Mächtigen verfolgt, von den Knechten gehasst, von den meisten verkannt, von den Seinen geliebt. Emma starb 30 Jahre später in Paris. Auch sie fand in Liestal ihre letzte Ruhestätte, in freier Schweizer Erde, neben ihrem Mann.